Hallo, heute zeige ich euch, wie ich die Schnur für Bewässerungssystem vorbereite, was ich dafür nehme. Und zwar, das ist dieser Faden hier, der das Wasser in die Erde zieht. Und zwar, dafür nehme ich so eine Packung Damenstrümpfe. Das habe ich jetzt vom Aldi, 2 Paar, 79 Cent. Das finde ich preiswert. Und daraus mache ich meine Schnur für Bewässerungssystem. Warum nehme ich das? Weil dieses Material eignet sich ganz gut dafür, weil das ist Synthetix, das fault nicht. Und daraus kann man wirklich eine dünne, leitfähige Schnur herstellen. Und zwar, ich schneide von solchen Strumpfhosen ein Strumpf ab, so, und dann schneide ich davon 4 mm breite Streifen, und zwar spiralförmig. So ergibt sich Endlosfaden. So, ich schneide, ich zeige jetzt, wie das, also 4 bis 5 mm, nicht größer. Schneide ich das so. Rundrum. Und bis zum Ende. Der Anfang ist nie so schön, weil man muss erstmal die gerade Linie sich schneiden. Aber danach geht das eigentlich ganz gut. So, ich bin wieder zu hoch. So. Ich schneide mir solche Schnur. Ich habe jetzt 3 Reihen geschnitten. Und ich zeige jetzt, ich habe jetzt so eine lange Schnur. Und sehr wichtig ist, man muss sie stramm ziehen. Ganz stramm. Und erst jetzt bekommen sie die richtige Dicke. Also der Anfang ist nie gut. So, Sie sehen jetzt, von dem kleinen Stückchen habe ich so viel Faden. Und danach nehme ich eine leere Spule und drehe meinen Faden einfach hier drauf. So liegt das Garn immer griffbereit. Man kann sich mehrere Spulen machen und das reicht wirklich für sehr, sehr lange. Seht mal, wie viel Garn, wie viel Faden ich jetzt von diesem Stück bekommen habe. Und das ist eigentlich alles. Was Sie vielleicht als Tipp noch wissen sollten, wenn Sie die Schnur in die Erde reinsetzen, bewässern Sie es, also machen Sie sie nass. Dann, wenn die Erde zu trocken ist, fängt die Schnur schon mal an zu ziehen. Sie müssen das Töpfchen nicht ins Wasser tauchen. So stecken Sie die Schnur durch die Öffnung ins Behälter und nach 4 Stunden merken Sie, dass die Erde sich schon sehr gut befeuchtet hat. Warum ich das besser finde, weil ich habe gemerkt, wenn ich meinen Topf erst ins Wasser stelle, damit sich die Erde vollsaugen kann, ist die Erde oft zu nass. Und wenn die Erde sich durch die Schnur befeuchtet, dann bleibt sie relativ, also die Erde wird sowieso nass, aber sie wird nicht so, ja, die Erde hat mehr Lufteinschlüsse als sonst. Ja, vielleicht jetzt nebenbei nochmal, das ist die Sorte Rebels Sheriff Lamba, die habe ich vor 3 Wochen abgeschnitten, ins Wasser gestellt, und was ich wunderbar finde bei dieser Sorte, hat schon ganz viele Wurzeln entwickelt. Also ich habe diese Pflanze vor ein paar Tagen in die Erde gesteckt und sie hat sich sehr schnell, hat sehr schnell Wurzeln entwickelt. Was Sie hier unten weiß sehen, das ist die Polyesterwatte, die gibt es in alten Spielzeugen oder in den Kissen, und das finde ich gut, weil ich finde, dass die Watte hier unten doch noch ein wenig Luft
einschließt und somit ja, gute Luftpolster ergibt. Ja, also von dieser Sorte habe ich schon ein Video der Blüte und es kommen schon wieder neue. Also ich kann diese Sorte nur empfehlen. So, danke und viel Erfolg. Tschüss.